Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Diesmal, wie ihr seht, Ancestors Legacy. Das ist von den Hatred-Machern. Ich habe das schon angespielt gehabt für 20, 30 Minuten oder so. Nee, nicht ganz. Und dann kamen Frauen und Kinder runter und ich hatte sowieso Tonprobleme, deswegen werde ich das wahrscheinlich nicht aufnehmen. Ich muss mir das mal anhören, aber bei mir auf dem Headset hatte ich halt Tonaussetzer. Ob das halt im Spiel auch so ist, weil mein Balken unten hat sich weiterhin bewegt. So. Wo ich das erste Mal Ancestors Legacy gesehen habe, dachte ich, geil. So wie God of War läufst du rum, schlachtest Leute ab und dann kam halt mehr Bildmaterial. Da war ich ein bisschen am Anfang ein bisschen enttäuscht, weil es denn eher so strategiemäßig ist. So von oben drauf oder schräg oben drauf Sicht. Aber trotzdem noch verdammt blutig. Aber hat auch was. Wie gesagt, ich habe es ja jetzt schon mal gespielt. Einzelspieler. Anleitung mit Optionen. Audio. Ich mach mal das Audio noch ein bisschen runter. Was, aber ich, ach, jetzt passiert was. Machen wir mal 50. Na, Quatsch, machen wir 65. Dann haben wir immer noch Ausschlag. Sprache und so lassen wir alles laut. Grafik. Ja, da lassen wir auch 4K Auflösung. Halt. Kampagne. So. Wir haben hier vier Kampagnen. Einmal Wikinger, Königreich des Nordens. Dann haben wir die Angelsachsen, Königreich der Bretagne, die Deutschen, Heiliges Römisches Reich und die Slawen, Königreich Polen. Wobei nicht ganz richtig ist, Slawen das Königreich Polen ist, weil wir hier in Brandenburg, also unterhalb von Berlin, Richtung Spreewald hin, da waren auch die Slawen. Also bei uns, wir sind halt auch Volksstamm der Slawen hier. Also, nur mal ums. Aber egal, ihr wisst, was ich meine. Aber hauptsächlich waren sie halt wirklich in Polen. Also in der Polen-Gegend. Aber egal. So, und jetzt wollen wir einfach mal nochmal anfangen. Normalerweise geht da einfach auf neue Kampagne und dann fängt das automatisch an. Aber da ich jetzt die ersten beiden, also den ersten schon gespielt habe und beim zweiten den Anfang. Also ich habe mir nicht ganz gespielt. Aber jetzt läuft mit dem Ton halt besser, also. The Council of Vikings made the decision to plunder its largest abbey. Lindisfarne! Lindisfarne! Netter Gimmick am Rande. Kann man eine Pause machen? Nee. Lindisfarne ist das erste Kloster, was die Wikinger in England überfallen haben. Und da gab es dann früher auch ein Gebet, lieber Gott, beschütze mich, bla bla bla, und vor den Nordmännern. Ich krieg das Gedicht nicht mehr, also das Gebet nicht ganz zusammen, aber da gibt es ein richtiges Gebet, wo sie halt auch Gott angebetet haben, halt, dass er sie vor den Nordmännern beschützt. Und das war der Überfall auf Lindisfarne hat eigentlich so das eingeläutet die Zeit der Wikinger. Ja, die waren vorher eher Bauern und ein bisschen bei sich da geplündert und so, aber da hat es denn mit den Raubzügen angefangen, damit die. Warte, ich muss mal selber ein bisschen leiser machen. Mit den Raubzügen angefangen, damit sie halt weiter sind. Später bis Frankreich. Paris. Haben sie Paris niedergebrannt. Hier, und das ist das, was ich zuerst gesehen habe. Und da dachte ich, geil. So ein Spiel suche ich ja.
So ein Spiel suche ich ja, wo du wirklich mit deinem einzelnen Charakter so rumrennst. Ich hoffe ja, dass sie das nochmal machen. Also so das Spiel halt. Also die Engine können sie ja nehmen und so. Aber dass sie denn, ja, mit einem Charakter. So wie ich weiß nicht, ob ihr das kennt, von damals Rune Viking Story. Da soll ja ein zweiter Teil kommen. Da warte ich jetzt schon ewig drauf und irgendwie passiert da nichts. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut. Machen wir hier noch ein bisschen runter. Jetzt ist los. Das ist er tot. Da habe ich mich erschrocken beim ersten Mal. Obwohl man stirbt da. Ich dachte, Mensch, das ist mein Hauptcharakter. Und der stirbt dann. Qualität ist gut, würde ich sagen, war ja. Manchester's Legacy. Auch so die Runen da drinne, dass es so angelehnt ist, finde ich gut. Also, die blauen sind meine übrigens. Und ich habe den Fehler gemacht beim ersten Mal. Bin ich genau hier in die Horde rein. Weil ich es nicht erwarten konnte. Here you are. Quick. We missed our landing target. But there is a promising settlement to plunder. We have your back, Ulf. I'm done waiting. Forward march! Ben! Let's go there! Done waiting. This way. Fierce, listen. Fast, we're going there. Always ready. On the move. So, jetzt sind sie zusammen? Ja. Seht ihr das, dass jetzt zwei X da sind? Man kann halt so eine Truppe aus 10 Leuten. Und der ist einzeln. So. Hier sollen wir her. Jetzt. Ihr könnt auch richtig nah ran. Seht ihr das Blut? Oh, wir können ja hier mal nah ran. Das sind meine Truppen jetzt. Seht ihr das, dass sie jetzt auch blau geworden sind?
So, dann. Die müssen wir halt einzeln markieren. So, die zerstören jetzt hier. Kann halt auch mehrere, seht ihr das? Angriff, alle Mann zusammen. Schöne Horde.
Brace yourselves! They're coming in great numbers! So, hier wartet genau. So, R2. Dann Truppe. Stand closer. Attack with caution. Das ist so gewollt, dass man einen Rückzug macht. Ah, der hat einen Torsammer um. Cut off from their ships. The Northmen had to escape. Those who did not retreat in time lost their lives or became captives. Once harsh invaders looking for prey. The Northmen suddenly became prey themselves. Luckily, they found salvation in a nearby forest, which became their temporary shelter. Here, they could catch a moment of respite from the pursuing Britons. Aber ich finde schon mal schön, dass sie hier originalgetreu sind, mit dem erstmal mit den Torsammer, mit den Bärten und auch mit den Helmen, damit die so über der Augen hatten. Manche hatten keine, aber ohne die Hörner, weil so eine Helme gab's nicht. So, machen wir weiter. You made it. Good to see you alive, Jarl. We retreated as soon as they started winning the battle in the village. Lost many good men in there. Keep it quiet. There's a lot of enemies nearby. I'll be scouting the nearby area. We're going there, fast. To replenish your squad, use retreat. Or go back to a camp you control. Stop. Someone's coming. We can't let him alarm anyone. Let's make an ambush in one of those bushes. Don't get too close to the light, or they will notice us. Devil. All right.
Time to look for the hunting hut. Let's go. Bis hier habe ich mich gemacht gehabt. Prepare an ambush out there. Wait. Someone is coming. That's a strong squad. They probably got a camp nearby. Let's hide in the bushes and wait for them to pass. They won't see us there. Let's hide over here. Look, an abandoned camp. It will be a good place to rest. Puh, das ist ein ganz schönes Stück. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da heile hinkommen. Moment. Es klingelt. Paket. So. Jetzt machen wir aber weiter. Kann ich jetzt leider aber nicht rausschneiden. Das ist jetzt ein bisschen... Scheiße. Fehlschlagen. Erneut versuchen. Scheiße. Also das ist... Da muss ich da oben vorsichtiger sein. Cut off from their ships. So. Müssen wir wieder hier unten anfangen. There's a lot of enemies nearby. I'll be scouting the nearby area. We're going there fast. Nee, wir gehen mal hier lang. To replenish your squad, use retreat. Or go back to a camp you control. Ich werde mein Camp aufschlagen an irgendwas. Lazarett. Verfolgen. Defensiver Kreis. Wegpunkt setzen.
wissen wir ja. We can't let them alarm anyone. Don't get too close to the light, or they will notice us. Prepare an ambush out there. On the double. Alarm! Someone is here. Scheiße. Da war ich jetzt unvorsichtig. All right. Time to look for the hunting hut. Müssen wir mal gucken. Let's hide over there. Wait. Someone is coming. That's a strong squad. They probably got a camp nearby. Prepare an ambush out there. Over there, they're coming. Going there, fast! Let's hide over there! Look, an abandoned camp. It won't be a good place to rest. It seems like they are taking our allies somewhere. Irgendwelche sind hier. Ich will jetzt auch nicht so weit vorgehen. Nicht, dass ich wieder entdeckt werde. Hier ist auch keine Deckung. Patrouilliert hier. Haben wir denn irgendwas, wo wir uns hier verstecken können? Da im Feld. We're going there.
Oh, da sind mehrere. Here's their camp. All the nearby units come from here. Töte die feindlichen Einheiten. Ach du Scheiße. Wie soll ich denn die töten? They won't see us there. Over there, they're coming. Enemy spotted. Überall sind Zwiebel. Ich habe nur so ein paar. Let's hide over there. We've got eyes on the enemy. Let's hide over here. Warte jetzt einfach ab, bis die hier weg sind. Ah, jetzt kommen die nächsten. Nein, die gehen weg. So, da rein. Scheiße. Das ist einer. We need this food. Let's get rid of the guards. Jetzt wir sind da. Let's hide over there. For the gold! Get ready. We're going there fast. So, no. That's Yoder, poor bastard. His squad must have wandered off when we retreated from the beach. It seems like they wanted some food and got killed by the Brits. Fools. Wait, there's a blood trail. Maybe someone survived. We need to find out. We're going there fast. Let's hide over there. Let's go there. A corpse. One of us must have fallen to those filthy Brits. It's Sven. It was his first raid. Bastards! He must have escaped the Christians. But they got him eventually. Maybe they went the other way. Move quickly! Right! Maybe the other direction. An axe. It looks like Gotland's craft. It belonged to one of us. We must be getting close. I'm the devil.
about it. Let's hide over here. Enemy spotted. Let's get there! The Brits. They must have taken our brothers. We have to get them out. There's too many of them. We should eliminate one squad at a time. If we burn this village, someone will come to check what's going on. This should do it. The enemy must have seen that. Burn it to the ground! Scheiße, kommen hier noch mehr. Muss jetzt mal Rückzug machen. Kann nicht bei. Scheiße. Oh fuck. Aber vielleicht wird es ja nicht ganz am Anfang jetzt anfangen, weil ich habe ja schon befreit. Also ich darf halt nicht so lange rumstehen da. Those who did not retreat in time lost their lives. Meine Mutter hatte geschrieben. Once harsh invaders looking for prey. The Northmen suddenly became prey themselves. You made it. Good to see you alive. Ah, scheiße, ich muss schon wieder hier unten anfangen. Keep it quiet. I'll be scouting the nearby area. Ah.
Da weiter, Einzelspieler, Kampagne. Also wir können jetzt hier natürlich noch nicht auswählen. Wir haben halt jetzt nur die Level hier. Wir müssen da jetzt erstmal durch, bevor wir halt die Slawen, die Angelsachsen und die Deutschen bekommen. Wir haben auch mehr Spielermodus. Schnelle Partie, Server Bro. Zuletzt gespielt. Da habe ich ja nicht immer das Spielprofil. Also ich habe 0 Punkte mit den Wikinger und mit den anderen logischerweise auch. Ah, die sind alle PvE, das ist klar. Tür. Tür ist der mit dem einen Arm, mit der einen Hand nur. Jutrobock, das kenne ich gar nicht. Das muss ich mir mal fotografieren. Das muss ich mal googeln, was das ist. Klingt mir so ähnlich wie meine Stadt. Ja. Algier. Freya. Cool. Also online müssen wir auf jeden Fall nochmal machen. Aber so auf jeden Fall von mir schon mal einen Daumen hoch. Es macht megamäßig Spaß. Es ist schwer. Habt ihr ja gerade gesehen. Also ich bin schon strategisch rangegangen. Aber ich bin dann halt immer so, ich bleib dann auf dem Schlachtfeld, bis alles niedergemetzelt ist. Und da hätte ich halt bei den Häusern weitermachen müssen. Weggehen, woanders hin. Vielleicht mal nehme ich es nochmal auf. Ich weiß es nicht. Also nochmal ein zweites Video. Für einen Stream ist das, denke ich mal, nichts. Das wird euch zu langweilig sein, denke ich mal. Könnt ihr euch gerne mal drüber dazu äußern, ob ihr das vielleicht auch mal gestreamt haben wollt. Das war das Stream zusammen. Auf jeden Fall von mir, von klare Empfehlung, macht richtig Gaudi. Ich würde jetzt hier auch erst mal einen Schlussstrich ziehen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Ich werde euch das Spiel verlinken. Es gibt es im PSN. Ich glaube nicht, dass es als Retail-Muster gibt. Als Retail-Spiel gibt. Also richtig mit CD. Ich glaube nur im PSN. Ich glaube, es waren um die 39 Euro oder 9. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht im Kopf. So, nichtsdestotrotz bin ich jetzt hier weg. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi. Sagt euer Odin.